So, hallo, hallo, da bin ich denn doch nochmal. Und zwar habe ich gerade ein Unboxing-Video gemacht von dem Kopfhörer von Dre Beats, Dr. Beats. Ah, ihr wisst schon, wem ich meine. Und dachte, ich mache nochmal ein kleines Review. Ich habe den Kopfhörer mal ausgepackt. Ja, man sieht, dass es eben nicht die mörderbeste Qualität ist. Da gibt es ja auch nochmal verschiedene Modelle. Ich habe jetzt nur den Mixer, aber sonst was mir allerdings aufgefallen ist, also das finde ich hier sehr schön. Hier, wie gesagt, auch die Aufschrift Beats Mix. Und leider ist mir aber aufgefallen, dass der Kopfhörer rote Verfärbungen hat. Und zwar hier. So, ich weiß nicht, ob man das sieht, rote Verfärbung etwas. Das war auch so ein bisschen am Plastik. Da konnte ich das aber so ein bisschen wegreiben. Aber hier sieht man das auch. Rote Verfärbung. Das ist natürlich ein No-Go. Vor allem kriege ich das hier vom Polster auch gar nicht weg. Ja. So. Aber gut. Ich sage mal, für den Preis stört mich das jetzt auch nicht so extrem. Ich wollte ihn, wie gesagt, in Schwarz haben, aber leider gab es den in Schwarz nicht. Da hätte man sowas auch gar nicht gesehen. Aber ansonsten finde ich den schon ganz okay. Knapp 19 Euro. Ich wollte einfach mal so ein Teil haben. Ich kenne die noch nicht. Nachher mache ich mal einen Soundcheck. Ja. Schauen wir mal hier. Okay, hier ist auch. Gerade hier ist auch eine Stelle. Ja. Natürlich auch nicht so der Burner. Ansonsten, hier sieht das Ganze. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr weich. Ich habe ihn gerade auch aufgehabt. Finde ich persönlich sehr schön. Normal mag ich eigentlich immer die Stöpsel in den Ohren, aber irgendwie wollte ich mir mal sowas hier geben. Weil immer diese Stöpsel in den Ohren ist auch nicht so weltbewegend. Ja, ansonsten ein schönes Teil. Wie gesagt, knapp 20 Euro kann man nichts sagen. Wie gesagt, Verfärbungen, die man sieht. Ansonsten finde ich das ganz in Ordnung. Anbei war leider auch nur dieses kleine süße Kabel. Noch nicht mal in Rot oder so. Würde schöner aussehen. Die kann man aber nachbestellen, wenn man jetzt unbedingt Wert drauf legt. Das ist jetzt einfach nur so ein Kabel. Auch nicht mit so einem L-Stecker, sage ich mal, sondern ganz normal gerade. Steckt man eins in den Kopfhörer, wie soll es auch anders sein? Das andere Teil in den Player. So, das war ein kleines Review. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, ein Daumen nach oben, würde mich ganz dolle freuen. Und ja, wie gesagt, ihr dürft auch gerne abonnieren, müsst ihr nicht, dürft ihr. Ihr müsst auch nicht fragen. Ja. Hier ist es, wie gesagt, die wackeln halt ein bisschen, das ist aber halt normal und lassen sich natürlich auch von den Größen verstellen und man kann die halt, wie gesagt, so einklappen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Ciao, ciao.